Wohl selten war die politische Lage in Europa während einer Kabinettsklausur so angespannt. Bei ihrem ersten Treffen auf Schloss Meseberg berät die Bundesregierung heute über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Zentrum der zweitägigen Gespräche steht die neue Sicherheitslage. Zu Gast waren am Vormittag die Regierungschefinnen von Schweden und Finnland, Andersson und Marin. Beide EU-Länder denken angesichts des Krieges über einen NATO-Beitritt nach. Der Kanzler hat eingeladen und die Ministerinnen und Minister sind gekommen. Alle auch befasst mit eigenen Themen wie beispielsweise Corona. Doch der Ukraine-Krieg überlagert momentan alles. Dessen Folgen, etwa für die Wirtschaftspolitik der kommenden Jahre, seien bislang noch schwer zu überblicken. Zumal der Kampf gegen den Klimawandel die Situation noch zusätzlich verschärfe. Deshalb wird es so sein, dass wir mit Wissenschaftlern darüber diskutieren, was das für das ökonomische Modell unseres Landes bedeutet, wie wir sicherstellen können, dass in 10, 20, 30 Jahren wir noch gute Arbeitsplätze haben, trotz all der Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Auch sicherheitspolitisch wirft der Ukraine-Krieg Fragen auf, für Deutschland und für seine Partnerländer. Als gute Freundinnen begrüßte Scholz die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin, links im Bild, und ihre schwedische Amtskollegin Magdalena Andersson. Beide Staaten erwägen aktuell einen NATO-Beitritt. Ich schätze die starke Verbindung zwischen unseren Ländern wirklich sehr und möchte diese noch verstärken. Der russische militärische Angriff auf die Ukraine ändert alles und hat erhebliche Konsequenzen für Europa und für Schweden. Eine endgültige Entscheidung dazu sei jeweils noch nicht gefallen, soll aber spätestens bis zum NATO-Treffen Ende Juni kommen. Für den Fall eines Aufnahmeantrags hat der Bundeskanzler heute beiden Ländern schon die Unterstützung Deutschlands zugesichert. Fragen dazu an Matthias Deiß vom ARD-Hauptstadtstudio, der die Beratungen auf Schloss Meseberg für uns beobachtet. Der Krieg in der Ukraine war ja ein entscheidendes Thema. Was wurde da genau besprochen? Tja, wenn wir das so genau wüssten, es ist ja gerade Sinn und Zweck einer solchen Kabinettsklausur, dass man sich für zwei Tage in alle Abgeschiedenheit, nämlich in dieses Schloss, in dieses schöne Schloss hier hinter mir zurückzieht und sich in aller Ruhe bespricht. Da dringt wenig nach außen, aber Kanzler Scholz hat schon im Vorfeld verlauten lassen, dass es keinen Kurswechsel in Sachen Ukraine-Politik geben werde, dass man am Kurs festhalte und jetzt das weitere Vorgehen besprechen wird hier in Meseberg. Da wird man am Thema Waffenlieferungen kaum vorbeikommen. Da liegen ja immer noch mehrere Anträge der Ukraine zu weiteren schweren Waffensystemen auf dem Tisch. Darüber muss das Organ Sicherheitskabinett entscheiden. Erst beraten und dann solche Anträge durchwinken oder eben ablehnen. Hier hören wir, wird es in Meseberg keine gesonderte Zusammenkunft des Sicherheitskabinetts geben. Das spricht eher gegen grundlegende Beschlüsse in Meseberg zu diesem Thema. Aber wie gesagt, ganz genau wissen wir das nicht. Immer öfter gab es ja Kritik am Führungsstil von Olaf Scholz. Wie haben Sie ihn denn bei der Kabinettstagung erlebt? Ja, das Thema ist natürlich bei ihm angekommen. Er hat nicht nur immer wieder kritische Fragen beantworten müssen in den letzten Tagen und Wochen. Er hat auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass seine Zustimmungswerte zuletzt doch deutlich gesunken sind. Dass man ihm ja Zaudern und Zögern in dieser Ukraine-Krise vorgeworfen hat. Vor diesem Hintergrund war es dann heute schon beachtlich. Die finnische und die schwedische Ministerpräsidentin waren ja beide bei Scholz zu Gast und haben ihn hier in Meseberg ausdrücklich für die deutsche Führungsrolle während des Ukraine-Kriegs gedankt. Das hat ihm gefallen, das hat man gemerkt. Und Biden wiederum dürfte dann auch gefallen haben, dass Scholz beiden Ländern ausdrücklich Zustimmung zugesichert hat. Beide beraten ja gerade in ihren Ländern über einen NATO-Beitritt. Das war ein deutliches Zeichen des Kanzlers und das ist auch so angekommen. Reden wir dann über Schweden und Finnland. Eine Entscheidung über einen NATO-Beitritt der beiden Länder steht noch aus. Wie hat sich der Bundeskanzler dazu geäußert? Ja, wir haben hinter den Kulissen gehört, dass Schweden und Finnland mit Sorgen kommen und Fragen, die noch zu klären sind, bevor man eben in beiden Ländern über einen NATO-Beitritt dann entscheiden kann und auch entscheiden muss. Das soll ja in den nächsten Wochen geschehen. Und die offene Frage ist wohl vor allem, was denn passiert zwischen einer Entscheidung für einen NATO-Beitritt und eben der Zeit, bis man dann offizielles NATO-Beitritt ist. Können sich
sich da beide Länder schon auf den vollen Schutz der NATO-Partner oder der europäischen Partner berufen? Das sind ganz wichtige Fragen, denn beide Länder rechnen damit, dass sie ab Tag 1 des Beschlusses sozusagen im vollen Fokus von Wladimir Putin stehen werden. Da hat Scholz noch mal ausdrücklich Unterstützung zugesagt, und zwar volle Unterstützung. Das ist als Signal sicherlich angekommen. Weitere Fragen aber hat er auf der Pressekonferenz leider nicht zugelassen. Deswegen können wir nicht genau einschätzen, wie diese Unterstützung denn gemeint ist, ob die NATO-Beistandspflicht dann schon vorher in Kraft tritt oder etwa Europa hier eine Sonderrolle einnimmt. Das sind natürlich Fragen, die sich jetzt noch stellen. Die Klausur geht ja morgen weiter. Was soll noch besprochen werden? Ja, morgen macht das Bundeskabinett dann sozusagen hier in Meseberg das, was es eigentlich tut, kommt zur offiziellen Kabinettssitzung zusammen. Auch hier wieder, das geschieht immer am Mittwochmorgen, dann allerdings im Kanzleramt. Und da wird dann über aktuelle Gesetzesvorhaben, die im Vorfeld dann im Kabinett abgestimmt worden sind, beraten. Die werden meistens dann nur noch durchgewunken. Ich habe direkt vor unserem Interview noch mal gefragt, was sind die Themen, die da morgen zur Beratung und dann zum Beschlusslage auf den Kabinettstisch kommen. Hat man sich noch zurückgehalten, wissen wir zur Sekunde noch nicht. Aber eben dann das reguläre Geschäft, die Kabinettssitzung des Bundeskabinetts, nur eben an anderem Ort, am schönen Ort hier in Schloss Meseberg. Information und Einordnung von Matthias Deiß. Vielen Dank nach Meseberg.